einen so merkwürdigen Traum gehabt, Herr Doktor. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt erzählen sollte. Aber natürlich. Gerade Ihrem Psychiater müssen Sie alles erzählen, gnädige Frau. Sie wissen doch, Träume sind... Naja, ich denke, der Traum war wirklich sehr bedeutsam. Also, da lag ein junger Stier neben meinem Bett. Und er wollte immer zu mir. Und ich wusste nicht so recht. Aber er hielt einen Schlüssel in der Hand und er fragte mich, ob ich das Schloss dazu hätte. Hm? Ah ja, und dann sagte er noch, er hieße Günther. Genau wie mein Vater. Was mag das nur alles zu bedeuten haben? Sie träumen vielleicht einen Käse zusammen. Ein Stier, der sprechen kann im Schlafzimmer. Also wissen Sie, da bin ich wirklich überfordert.